Gott. Oh. Oh nein. Wenn das schon so losgeht. Aber naja, es ist ja kein Horrorfilm, Horrorspiel, also was soll hier schon passieren? Ich weiß nicht. Also das sind so eine Öffnungsdinge und dadurch geht die Tür auf. Und ich weiß noch beim letzten Mal. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht alles nochmal machen. Oh nein, das wäre scheiße. Aber das wäre gar nicht so scheiße, weil da könnten wir uns alles nochmal auf Deutsch anhören. Ich habe ja hier diese Tonbandaufnahme und so. Das war ja alles so, okay, jetzt red mal zu Ende. Aber ich glaube, das war der Onkel, weil in dem Testament steht nämlich, dass wir der Alleinerbe sind. Aber unser Onkel. Nee, unser Onkel? Doch, unser Onkel hat noch einen Bruder und naja, dem passt das jetzt nicht so, dass wir alles kriegen sollen und deswegen will der uns, glaube ich, hier raus haben. Dahin ist jemand langgelaufen. Also müssen wir doch alles wieder neu machen. Das habe ich mir irgend. Oh ne. Oh nein. Ich will wieder hier raus. Oh, Scheiße. Nein. Komm schon. Hier gehe ich gar nicht erst rein. Ja. Ist ja gut. Ich komme ja gleich. Hallo. Mein ganzes Bier. Was soll die Scheiße? Telefon? Keine Ahnung. Und Tür geht zu. Tut mir leid, dass wir das jetzt alles nochmal erleben müssen, aber dann ist es wenigstens nicht so gruselig. Stimmt's? Hallo Howard, ich habe dich beobachtet, habe deinem armseligen kleinen Leben zugesehen, während du dich durch deine lächerlichen Träume kämpfst. Also wirklich, was erwartest du eigentlich von diesen sinnlosen Animationen? Durch die wirst du doch nie zu einem besseren Menschen. Das ist etwas, was niemals jemand schaffen wird. Ich beobachte dich. Jeden Tag in deinen Träumen und bei deinem schwächlichen Versuch einer Existenz. Du findest ja noch nicht einmal deine Richtung im Leben. Du tappst einfach nur herum, nimmst immer den einfachsten Weg und lässt dich allenfalls von anderen dazu drängen, etwas zu versuchen. Du bist einfach erbärmlich. Du ekelst mich an. Du stolzierst in dem großen Haus herum, als hättest du ein Recht, hier zu wohnen. Was hast du jemals vollbracht, das dich auf die überhebliche Idee bringt, das Haus gehöre dir? Denkst du nicht eher, dass er es dir vererbt hat, weil du ihm leid tatest? Weil er wusste, dass du nie etwas aus deinem Leben machen würdest und dass du alle Hilfe nötig hättest, die du kriegen kannst? Denn mehr ist es nicht, Howard. Nur Mitleid. Du hast ihm leid getan. Du musst wirklich stolz auf dich sein. Ich bin immer zusammen mit dir hier drin. Und das macht mich echt krank. Das ständige, sinnlose Herumwirbeln. Die Angst, die mich bei jeder deiner tragischen, zaudernden Entscheidungen wie eine Ohrfeige trifft. Warum kannst du nicht endlich mal Rückgrat entwickeln? Denn das könntest du, weiß Gott, gebrauchen. Es wird Zeit, dass du dich dem Leben stellst, es dir greifst und ihm in den Hintern trittst. Benimm dich endlich wie ein Mann. Werde die verdammten schwarzen Würfel los, die mir heillos auf die Nerven gehen. Solange du bist, Howard, werden sie nicht verschwinden. Du denkst, es wäre zu spät. Auch wieder eine von deinen Trägheitsanwandlungen. Du willst es noch nicht einmal versuchen. Lass mich dir eins sagen. Wenn du etwas versuchst, bringt dich das weiter, als wenn du es nicht versuchst. Hast du dir das schon jemals überlegt? Wohl kaum. Was meinst du? Wirst du das irgendwann mal ausprobieren? Wenn du es tust, musst du mir unbedingt Bescheid sagen. Ich hätte gern mal wieder was zu lachen. Adieu, Howard.
Vergiss nicht, ich beobachte dich. Versuch doch wenigstens ein einziges Mal, mich zu beeindrucken. Und keine Sorge, ich werde nicht zu viel erwarten. Ja. Was zum Teufel? Wer bist du und was bist du überhaupt? Und wieso kennst du meine Träume? Weißt du was? Du weißt absolut nichts über mich. Also komm von deinem hohen Ross runter. So hoch oben dürfte die Luft ziemlich dünn sein. Ich treffe meine Entscheidungen selbst. Tue ich das? Ja, das tue ich. Und warum sollte man sich nicht mit dem Strom treiben lassen? Das ist einfacher, als jeden Tag zu kämpfen. Was für einen Sinn hätte es denn zu kämpfen, wenn ein das Leben ohnehin mal hierhin und mal dorthin zwingt? Wenn ich dich durch die Art, wie ich bin, so sehr nerve, warum kommst du da nicht her und sagst mir das von Angesicht zu Angesicht? Also ich denke, du bist derjenige, der sich hier mal ein Rückgrat zulegen sollte. Und was das Haus betrifft, da habe ich meinen Teil beigetragen. Auf gewisse Art. Er hätte es mir nicht hinterlassen, wenn er nicht geglaubt hätte, dass ich es verdiene. Und ich verdiene es sehr wohl. Jawohl, das tue ich. Tue ich das? Oh Mann. Wer immer du auch bist, lass mich einfach in Ruhe. Du kennst mich nicht, also steht hier auch kein Urteil über mich zu. Und der Grund, warum ich träume, geht dich absolut nichts an. Und nur zu deiner Information, ich kann träumen, was zur Hölle ich auch immer will. Selbst wenn das nicht deinen Ansprüchen entspricht. Ich komme durch die Dinger durch, also muss ich ja wohl irgendwas richtig machen. Das stimmt doch, oder? Ich bin fest entschlossen, diese schwarzen Würfel loszuwerden. Also, warum zum Teufel rede ich überhaupt mit dir? Oh Mann, leg auf, Howard. Oh, noch eins. Die Träume sind meine Träume. Also hau ab und such dir selbst welche. Warum habe ich gerade... Langsam drehe ich durch. Das war doch jetzt zweimal dieselbe Stimme. Als würde er sich, hatte er sich selber auf den AB gequatscht. Ja, ich mache jetzt schnell die Tür auf und dann, ich glaube, dann sehen wir uns oben bei dem anderen Rätsel, bevor ich jetzt hier noch sinnlos rumquatsche. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar war jetzt noch dieses Rätsel. Lichtschalter. Vom letzten Mal mit dem Koffer hier. Und ich glaube, es hat irgendwas mit diesen Büchern hier zu tun, weil das liegt hier nämlich, dass von Edward Phillips, also von seinem Onkel, mehr als die Sterne oder sowas gibt es hier einmal, zweimal, dreimal. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwo rumliegt. Mehr als die Sterne. Mehr als die Sterne. Mehr als die Sterne. Ich weiß nicht. Ist irgendwas passiert? Habe ich irgendwas verpasst? Keine Ahnung. Ist das eine Kamera? Das hier noch irgendwo rum? Boah, diese kranke Musik, ey. Ich kann hier überhaupt nicht nachdenken. 000. Hm, jetzt irgendwie mehr erhofft. Wäre ich einfach mal in den anderen Traum gegangen, ey. Idiot. Aber auch nicht hier der Code, oder? Ne. Kann hier aber auch nichts weiter machen. Vielleicht muss ich die in irgendeiner bestimmten Reihenfolge aufklappen oder so.
mir da nicht so sicher. Nochmal zu. Die Uhr, die geht sogar vorwärts, oder? 11:15. Also mache ich erstmal das Buch auf. Dann mache ich das auf. Dann das. Hm? Passiert irgendwas? Ich weiß aber auch nicht wirklich, was passieren sollte. Keine Ahnung. Dann versuche ich es einfach nochmal in einer anderen Reihenfolge. Es muss einfach irgendwas damit zu tun haben. Glaube ich. Vielleicht ist ja irgendwas auf den Spiegel geschrieben oder so. Licht? Hä? Hier ist gar nichts geschrieben. Hä? Hier stand doch beim letzten Mal, du bist nicht willkommen. Das ist ja komisch. Es steht gar nichts da. Uah, wieso ruckelt das so? Hier ist einfach alles zugemauert. Merkwürdig. Vielleicht habe ich hier noch was übersehen. Ah, Mist. Das ist doch doof. Das Buch hat aber auch mehrmals. Geht wirklich vorwärts. Oh Gott. Jetzt fühle ich mich so unter Druck gesetzt. Kann man nicht irgendwas noch machen? Irgendwas. Wieso schaukelt der Stuhl die ganze Zeit? Und wieso kann der einfach da durchgehen? Nerv. Ich setze mich jetzt hier hin. Und tu gar nichts mehr.